Und jetzt freue ich mich ganz besonders, eine Milchbäuerin anzumoderieren hier auf der Bühne, denn die Milchbauern haben in den letzten Jahren so verdammt unter dieser Agrarpolitik geleistet. Die haben nämlich nicht nur umsonst gearbeitet, die mussten teilweise noch zahlen, wenn sie Milch abgeliefert haben, weil die Preise so schlecht ist. Und deshalb freue ich mich, dass der Bund Deutscher Milchviehhalter sagt, wir haben das satt, wir wollen das anders haben. Und dass deshalb die Bauern, die Milchbauern hier hingekommen sind, um mit euch zu demonstrieren für faire Preise, dass sie auch genug Geld haben, dass es den Kühen in den Ställen super gehen kann. Vom Bund Deutscher Milchviehhalter ist eine Landwirtin, die so engagiert ist, überall auf allen Veranstaltungen dabei ist und für die gute Sache der Kühe und der Bäuerin redet. Kirsten Würsnitzer, herzlich willkommen, schön, dass du hier bist. Moin und hallo und vor allem erstmal danke, dass ihr hier seid und danke, dass ich hier ein paar Worte sagen darf. Es sind so viele Menschen hier, ich muss es mir aufschreiben, ich bin zu aufgeregt zum Freireden. Ja, ich bin hier, obwohl wir Bauern jedes Jahr vor dieser Demo gewarnt werden, weil es angeblich eine Demo ist, die gegen die Landwirtschaft ist. Und ich habe das fürchterlich leid. Ich habe es leid, diese Stimmungsmache, dieses Schwarz-Weiß-Denken und vor allem, dass hier diese Feindbilder aufgebaut werden auf allen Seiten. Und diese Feindbilder, das kann ich euch sagen, die sollen uns Bauern nämlich davon ablenken, mal nachzufragen, wer eigentlich wirklich verantwortlich ist für die Situation und auch für diese Agrarpolitik. Und wer verantwortlich ist dafür, dass jedes Jahr Milliarden von Steuergeldern ausgegeben werden und wir jedes Jahr Tausende von Bauernhöfen verdienen. Wer ist verantwortlich dafür? Und wer ist verantwortlich dafür mit dieser Agrarpolitik, dass wir jedes Jahr immer noch an Biodiversität verlieren und im Klimaschutz nicht weitergekommen sind? Und wer ist verantwortlich auch dafür, dass auf vielen Höfen das Geld einfach fehlt und der Spielraum in unseren Ställen den Tieren mehr Luft und mehr Licht und mehr Auslauf zu bieten? Ich finde, ja, als konventionelle Milchbäuerin teile ich natürlich nicht alle Ansichten der NGOs. Ich glaube, das erwartet keiner. Ich habe auch einen anderen Blick auf Pflanzenschutz als viele Naturschutzverbände. Und ich habe auch eine andere Einstellung zur Tierhaltung als Veganer. Aber das ist so in einer Gesellschaft und ich kann mir doch die anderen Meinungen nicht einfach wegwünschen. Da muss ich doch zuhören, was ihr zu sagen habt. Und deswegen bin ich hier. Milchbäuerin muss ich natürlich wirtschaftlich überleben können. Und ich glaube, wie ihr auch, möchte ich gerne Akzeptanz und Wertschätzung für meine Arbeit. Aber ich möchte auch, dass die Menschen in meinem Dorf, wenn sie an meinem Hof vorbeifahren, dass sie sich so wie ich freuen, wenn sie meine Kühe auf unseren Weiden grasen sehen. Das möchte ich gern, das wünsche ich mir. Mit Naturschützern und Tierschützern und Umweltschützern rede, dann merke ich sehr schnell, dass wir alle gemeinsam in einem Boot sitzen. Denn wir alle leiden unheimlich unter den Auswirkungen eines Systems, das da heißt, immer billiger und immer mehr. Dieses System von immer billiger und immer mehr treibt überall in unserer Gesellschaft, aber auch auf unseren Höfen, Mensch und Tier immer weiter an ihre Grenzen. Und das kann ganz fatale Auswirkungen haben. Und ich finde, so darf es einfach nicht weitergehen. Die Agrarpolitik, die hat uns Milchbauern versprochen, die großen Chancen, die wir haben werden mit Liberalisierung und Globalisierung. Aber ich kann euch sagen, von unseren Höfen, die Realität sieht völlig anders aus. Die Milchpreise stürzen immer wieder ab und viele Existenzen von Bauernhöfen sind jedes Jahr gefährdet. In diesem System von immer billiger und immer mehr sehen viele Bauern nur einen Ausweg. Und der heißt wachsen oder weichen, wie schon immer. Dieser Teufelskreis, der immer wieder auch wertvolle Milch dazu auf Weltmärkten verschleudert, den müssen wir unterbrechen. Denn wenn es richtig schlecht läuft, dann leiden auch noch die sensiblen Märkte in den Entwicklungsländern darunter. So darf das nicht weitergehen. Bravo.
Und wenn ich frage, wer profitiert eigentlich von diesem Wahnsinn, dann sind viele von euch hier, weil sie die Antwort schon kennen. Es sind die großen Player und die Konzerne in der Ernährungs- und Verarbeitungsindustrie. Denn je mehr Milch produziert wird, desto höher ist ihr Gewinn. Und der Export ist ihr Wachstumsmotor. Und der Rest, der überbleibt, der geht an uns Bauern. Wir sind hier die Restgeldempfänger. An uns wird verdient und nicht in der Landwirtschaft. Und wir Milchbauern wirklich brauchen, das sind faire Marktregeln und faire Preise. Mit immer billiger und immer mehr kann niemand mit nachhaltig Milch produzieren. Ganz egal, wie viel Subventionen er auf sein Konto bekommt. Und deswegen muss endlich Schluss sein mit der Agrarpolitik, die immer wieder einknickt vor den Interessen von Industrie und Konzern und die Interessen von uns Bäuerinnen und Bürgerinnen mit Füßen tritt. Es geht nicht weiter so. Dafür müssen wir gemeinsam kämpfen. Und ich möchte euch bitten, jetzt einmal ein Dankeschön zu sagen an die, die einen großen Dank verdienen. Das sind die Organisatoren dieser Demo. Ohne diese Demo könnten wir nicht heute hier sein und gemeinsam Alarm schlagen. Danke ans Orga-Team! Hier, weil wir Bürgerinnen und Bürger und Bäuerinnen und Bauern, wir dürfen uns nicht länger gegeneinander ausspielen lassen. Wir müssen kritisch sein, wir müssen mutig sein, wir müssen kreativ sein, wir müssen aufeinander zugehen und miteinander reden, auch wenn es allen schwerfällt. Wenn wir etwas wollen, dann müssen wir das tun. Wir haben so viel zu verlieren und wir haben so viel zu gewinnen. Kämpft mit uns. Und das die heute mit ihren Treckern aus ganz Deutschland gekommen sind. Danke, dass ihr gekommen seid an die Berufskollegen. Die Bauern und Bäuerinnen sind hier mit ihren Treckern, um zu zeigen, dass wir keine Zeit zu verlieren haben. Sie sind auch hier, um zu zeigen, mit welcher Leidenschaft wir Bauern sind und wir Bauern bleiben wollen. Und wenn wir etwas bewegen wollen, dann müssen wir uns jetzt mit diesen Treckern auf den Weg machen. Auf einen Weg gemeinsam für eine moderne, eine vielfältige und eine zukunftsfähige Landwirtschaft. Danke, dass ihr dabei seid. Danke, Kirsten Wolf. Danke, Kirsten Wolf, etwa vom Bund Deutscher Milchviehhalter.